So klein kann E-Mobilität sein. Heute eine Nummer größer hier am Salzburgring. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Harry ist heute am Salzburgring auf der IMFS, einer Messe für E-Mobilität im Gewerbe, unterwegs. Hier findet er alles, von Firmen-Pkw über leichte Transporter bis zum Kipper. Wir sind also jetzt bei MAN, wir haben also hier einen Muldenkipper. Alexander, was kann denn das Fahrzeug? Es gibt die Möglichkeit bei uns, bei unserem vollelektrischen ETGE, den wir prinzipiell als Kastenwagen gelauncht haben im Jahr 2017, dieses Fahrzeug auch als kompletten Kipper oder als Pritsche oder eben wie hier abgebildet auch als Kombi zu bestellen. Dieses Fahrzeug hat eine effektive und reelle Reichweite von 117 Kilometern. Wir haben beim Kipper, was wirklich ein Wahnsinn ist in dem Segment, eine Nutzlast von 850 Kilogramm. Noch eine spürbare Nummer größer wird es nur ein paar Meter weiter. Hier trifft Harry David Gruber. David hatte sich mit seiner Salzburger Firma zum Ziel gesetzt, einen Elektrobus zu bauen, der jeden Berg im Land erklimmen kann und dabei auch noch große Reichweite schafft. Also das ist ein 12 Meter Stadtbus, Niederflurbus, und so wie er da steht, war die Grundidee und die auch absolut aufgegangen ist, dass man ungefähr 80% sämtlicher Linienbusse damit 1:1 ersetzen könnte im Betrieb, einfach nur mit einer gemütlichen, günstigen von der Infrastruktur Nachtladung. Ja, David, das kann nur eines bedeuten, dass also dieses Fahrzeug entsprechend große Batterie hat, um Reichweite also zu ermöglichen. Zum Zeitpunkt, wie dieses Auto oder dieses Fahrzeug zugelassen wurde, dieser Bus, war das eigentlich die größt zugelassene Batterie damals mit 422 Kilowattstunden, die überhaupt da in Serienfahrzeug homologisiert wurde, also zugelassen wurde. Ich habe also auch in den Medien entnommen, ihr wart also mit diesem Bus am Großglockner schon, der Geisberg wird also auch keine Herausforderung sein. Wie verhält sich denn das Fahrzeug also im Berg? Grundsätzlich sind Elektrofahrzeuge immer am Berg das Besttaugliche. Warum? Die Energie, die ich beim Rauchfahren brauche, wird zur Hälfte ungefähr, je nach Berg, aber normalerweise ungefähr 50% davon kann ich ausgehen, dass wieder reingeladen werden, rekuperiert werden und die dann wieder diese Reichweite zurückbringen, die ich quasi vorher verloren habe. Großglockner ist ein super Beispiel. Wir sind vom Großglockner bis Salzburg quasi gratis gefahren, weil das, was wir am Glockner runtergeladen haben, hat gereicht, um dann wieder damit bis nach Salzburg zu kommen. Und das ist immerhin eine Strecke von rund 100 Kilometern. Respekt! Harry geht weiter, denn es gibt noch so viel zu sehen. Ein Nutzfahrzeug neben dem nächsten. Aber die reine Messeausstellung ist Harry heute zu wenig. Er will sehen, was die Dinger wirklich können. Wie solche Nutzfahrzeuge in der Praxis also dann eingesetzt werden, das schauen wir uns jetzt an. Dafür macht sich Harry auf den Weg nach Oberhofen. Hier trifft er seinen E-Partner Gary Auerbach. Gemeinsam besuchen sie Reinhard Speer. Reinhard ist Gärtner und produziert biologische Spezialprodukte aus Elefantengras. Dabei ist er schon zum Großteil seit über 10 Jahren elektrisch unterwegs. Also der Einstieg in die Elektromobilität hat vor ungefähr eben 10 Jahren stattgefunden, weil es dort so die ersten halbwegs praxistauglichen Autos gegeben hat für unsere Firma und fürs Private. Ja. Wollen hätte ich schon viel früher eigentlich. Reinhard hat für uns in der letzten Woche den E-Transit von Ford in seinem Betrieb getestet. Der E-Transit von Ford ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Unsere Testversion wiegt 2610 Kilogramm und hat eine WLTP-Reichweite von 315 Kilometern. Der Elektromotor liefert 183 PS. Der E-Transit kann einen leichten Anhänger bis 750 Kilogramm ziehen. Das Ladevolumen beträgt 9,5 Kubikmeter bei einer Nutzlast von immerhin 815 Kilogramm. Jetzt haben wir uns gerade die Nutzlast des Fahrzeugs hier kurz angeschaut. Jetzt ist die ganz spannende Frage, Reinhard, ist das für dich ein Thema? Ja, Nutzlast ist schon immer ein Thema, ganz klar. Aber bei diesen Kosten wegen bis 3,5 Tonnen hat man nie wahnsinnig viel Nutzlast. Also wir haben eine Erdgasvariante von einem Iveco, der hat auch noch 900 Kilo Nutzlast. Und der Diesel, glaube ich, kommt auf 1100. Also der hat, glaube ich, 800, oder? Also das ist in der Hinsicht eher vernachlässigbar. Wie ist der denn sonst noch mit dem Auto jetzt im Test gegangen? Bei einem Nutzfahrzeug ist mir aufgefallen, dass es extrem angenehm ist, weil du einfach nichts hörst, wie früher beim Pkw, was du so gewundert hast. Also auch bei so einem Kastenwagen sind oft recht laut innen drin. Das ist nochmal super. Die Leistung ist extrem gut. Also zirkt man seine fast 200 PS extrem. Was für uns in der Firma noch
schwierig ist und wo man dann wahrscheinlich auch in der Praxis noch nicht kaufen könnten, ist, wir brauchen auch Fahrzeuge, die schwere Hänger ziehen können. Das Thema Anhänger haben wir beim PKW ja schon einmal thematisiert. Das ist noch ein Gebiet, wo es, denke ich, Entwicklungspotenzial gibt, weil es doch immer wieder Anwendungen gibt, wo man dann eine schwere Anhänger ziehen muss. Es gibt vereinzelt Fahrzeuge, die das schon können. In der breiten Masse wird man es, denke ich, in der nächsten Zeit dann auch sehen. Wie geht es da mit der Reichweite des Fahrzeugs? Ja, prinzipiell geht es mit der Reichweite gut. Also für unsere Belange genügt es vollkommen. Er ist mit 300 Kilometern angeschrieben. Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, dass man es in der Praxis auch schafft. Aber 100, 150, was wir so brauchen maximal, also was sonst unsere maximale Reichweite ist, schafft er leicht. Und sollte einmal ein Mitarbeiter in der Nacht vergessen zum Anstecken, dann kannst du auf jeder Baustelle mit den Adapter laden, mit Starkstrom, mit Lichtstrom. Also das sage ich jetzt überhaupt, das ist kein Problem. Wir sehen, hier ist alles grün. Reinhard, was ist denn das? Das ist eine Pflanze, eine ganz interessante, die ganz viele verschiedene Namen hat. Ich kann dabei aufzählen. Also das landläufigste ist Elefantengras, unter denen kennen es die meisten. Chinaschilf ist ein bisschen das offiziellere. Chinagras, Miscanthus ist der botanische Name. Ich kenne also Miscanthus und das Elefantengras als Energiepflanze. Wird das auch als Energiepflanze verwendet? Wenn man Energiepflanze so versteht, dass man es verbrennt, ja. Also wir verbrennen es nicht, sondern verkaufen es als Tiereinstreu und als Gartenmulch. Schau, also drüben haben wir es jetzt noch grün gesehen. Ja. So schaut es dann im Winter aus. Lass die Bladeln runterfallen. Und nach dem Winter, im März, April, wenn es trocken genug ist, fährt der Häcksler rein, häckselt das am Feld, lässt ihn in einen Traktor rein und der schüttet es dann da rein. Und dann so haben wir praktisch die Schenschnitzel. Genau, so schaut es dann gehäckselt aus. Das ist jetzt also sowohl Stängel als auch Blätter sind auch Blätter dabei. Dabei. Normal fallen die Blätter im Winter ab und bleiben dann am Boden als Dünger praktisch zurück. Darum braucht es auch 20, 25 Jahre nicht gedüngt werden. Das ist auch haben wir einen Seltenheit. Genau. Also es düngen sie mit den Bladeln selber eigentlich und wächst jetzt aber trotzdem die 3 Meter zu. Also es ist eigentlich ein bisschen eine Wunderpflanze, kann man schon sagen. Ja, der Gerry hat also jetzt also über das Thema Nutzlast gesprochen. Reinhard, das ist eine Kiste. Wie schwer ist denn die? Ja, die hat ca. 25 Kilo. Ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie lang das Häckselgut ist, aber so grob 25 Kilo genau. Was würdest du schätzen, wie viel von diesen Kisten mit 25 Kilo vom Volumen her würde man denn also da reinbringen? Also ich rechne mit 3 Paletten, so was Gewicht als Volumen anbelangt. Wie viel geht denn auf eine Palette auf? 11 solche Kartons geht auf eine Palette und knapp wird sich das ausgehen vom Gewicht, dass wir auf die 750 Kilo kommen. Jetzt probieren wir mal eins, damit das unsere Follower das auch sehen. Also zu zweit kein geht's Problem. Geht's leicht, genau. Okay. Müssen wir halt 30 Mal ungefähr gehen, oder? Ja. Ja. Schau her. Schmutzig macht man auch. Den Vertrieb seines Elefantengrases wickelt Reinhard rein online ab. Seine Kunden bestellen in einem seiner Webshops und bekommen dann die Lieferung. Stabiles und schnelles Internet ist dafür eine Grundvoraussetzung. Also ganz einfach, du bestellst das online. Ja. Und innerhalb von wenigen Tagen wird das praktisch über Paketdienst oder große Mengen über Spedition verschickt. E-Mobilität im Gewerbe. Unser Experte zieht eine sehr positive Bilanz. Leichte Nutzfahrzeuge sind mittlerweile auch in einem Punkt angelangt, wo sie als sehr alltagstauglich angesehen werden. Wenn man sich die Reichweite der Fahrzeuge anschaut, dann passt das für die überwiegenden Einsatzzwecke, denke ich, sehr gut. Auch die Lademöglichkeiten sind sehr optimal mittlerweile ausgeführt. Das Thema Nutzlast stellt sich in der Praxis auch als sehr tauglich aus. Sie haben ein bisschen weniger Nutzlast, sollte aber für die meisten Anwendungen reichen. Wo es noch Potenzial gibt und wo man schauen muss, ob das zu den eigenen Ansprüchen passt, ist das Thema Anhängelast. Da sind wir noch nicht ganz im Bereich der Verbrennerkollegen.